von Rehwetter springt von der Latte zurück. Kohl kann einköpfen, 4:1 für Hannover. Alle Jahre wieder, sagt der Herr Martin Kind, holt den neuesten Trainer, diesmal klappt's bestimmt. Ja, besinnliche Weihnachten, wir wollen die Adventszeit begehen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Club der Roten Dichter. Es ist eine traurige Zeit. Wir haben nur noch 4 Wochen, glaube ich, ungefähr 4 Wochen. Dann feiert zumindest ein großer Teil der Menschheit die Geburt eines Zimmermanns. Und wir müssen uns heute von einem verabschieden, leider am heutigen Tage. Und das, wenn ich sage wir, meine ich natürlich euch, die ihr uns telefonisch erreichen könnt unter der Nummer 0511-367-0170. Das gilt für jeden da draußen und jede ruft an. Nicht nur die, die immer dabei sind, aber die, die immer dabei sind, über die freuen wir uns auch. Der erste ist schon in der Leitung. Und ich bin natürlich auch verbunden, international wieder Köln, Wales ist so meine Vermutung, kann es sein. Ja, Niklas und Stanley, hallo, grüß euch. Guten Abend, hallo. Einen wunderschönen guten Abend, hallo. Wer von euch beiden macht's denn jetzt? Ich würde nochmal wieder zurückkommen, doch. Ich würde es machen, ja. Also wir sind noch in Verhandlungen, aber ich wäre bereit. Okay, aber Stanley, hättest du auch Möglichkeiten? Würdest du Kapazitäten bei dir sehen? Ich würde das nicht mich antun. Würde nicht zurück nach 96 kommen mit der Situation mit Herr Kind an die Covid in Deutschland ist auch nicht so prickelnd. Ja, ich weiß nicht, ist es denn bei euch deutlich besser mit Covid? Mit dem Fußball ja, aber... Ja, 100%. Okay. Ich finde, das ist überall besser als bei uns, was? Bitte? Ich sage, es ist wahrscheinlich mittlerweile überall besser als bei uns in Deutschland hier, was die Covid-Lage angeht, ja. Total übertrieben mit dem südafrikanischen Virusgefahr. Ja. Okay, wollen wir darüber gar nicht erst anfangen. Wir haben auch noch den ersten Anrufer schon in der Leitung, nämlich das ist der Carsten. Und wir reden ja Gott sei Dank hier jetzt auch gar nicht über den Virus. Das gibt es genug woanders. Ja, Carsten, die Nachricht heute, ich denke mal, es hat wirklich niemanden überrascht. Man hat im Prinzip seit gestern Nachmittag ja schon eigentlich nur noch immer geguckt, wann passiert's? Oder war es für dich noch eine Überraschung? Guten Abend. Ja, erstmal schönen guten Abend in die Runde. Ja. Nein. Also ich fand das Spiel in Karlsruhe war ein sportlicher Offenbarungseid. Ne? Und da musste gehandelt werden. Ne? Ich meine, die Kritik, die in den letzten Wochen aufkam, betrifft immer nur den Trainer Zimmermann und nicht den Menschen. Ne? Also aber als Trainer muss man wirklich sagen, dass das, glaube ich, das Ganze eine Nummer zu groß für ihn war. Sagen wir mal so, vor allen Dingen ist es natürlich so, was man immer, also man kann es ja noch nüchterner oder noch vorsichtiger formulieren, die Zusammenarbeit bei so einem Verein, wie es jetzt so einem großen Verein, wie es Hannover 96 ja auch ist, da spielen viele Faktoren mit rein und ein wichtiger Faktor ist der Trainer und es ist jetzt gar nicht so, dass man ihm wahnsinnig viel konkret wirklich vorwerfen könnte und es ist sehr gut vorstellbar, das will ich nur sagen, dass in einer anderen Situation und mit einer anderen Mannschaft, zum Teil anderen Spielern, es ganz hervorragend gepasst hätte. Also das ist eben das Ding. Aber es passt eben manchmal nicht oder es funktioniert eben manchmal nicht. Und wir wissen es ja alle, die Mechanismen des Marktes, die einzige Stellschraube, an der man so einigermaßen konkret drehen kann, die im Zweifel tatsächlich auch was bewirken kann, ist halt immer der Trainer. Und da kann man sagen, das hat Jan Zimmermann jetzt leider wirklich nicht mehr so viele Argumente gesammelt. Es hat einfach mit der Entwicklung der Spieler nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Woran es gelegen hat, ist die Frage. Es gab jetzt heute in der Zeitung schon die ersten Äußerungen, dass die Spieler ihm vielleicht auch gar nicht so richtig zugehört haben, als er am Anfang schon ganz ausführlich seinen Plan erklärt hat. Aber das muss er natürlich dann irgendwie das anders hinkriegen. Das Ding ist auch, Stanley, du möchtest gleich was, ja?
Ja, ihr müsst das auch denken, wenn du hast auch ein neuer Sportsdirektor, das verkaufst deine Star-Stürmer unter der Duxi Severa Brim, war auch eine Messe im Bauch für ihn, oder? Ja, die Frage ist aber natürlich, also ganz ehrlich, wenn man sich anguckt, wie Werder Bremen jetzt im Augenblick dasteht, habe ich nicht das Gefühl, dass jetzt Dux wirklich das entscheidende, der entscheidende Faktor war, so richtig. Also klar, aber ne, da funktioniert es jetzt auch schon nicht mehr so richtig. Und ob das jetzt, ja, wirklich, aber das jetzt wirklich als den ganz großen Schritt... 10 Toren in 15 Spielen. Ja. Trotzdem hat er einen Kader vorgefunden, mit dem man einiges anstellen kann. Und ja, ich glaube, wenn, also stand heute auch in der Zeitung, wenn aus der Kabine jetzt dringt, dass die Spieler menschlich gut mit ihm klargekommen sind, aber sich dann doch mehr Plan gewünscht hätten, dann trifft das ja, glaube ich, auch vieles zu, was wir hier in den letzten Wochen und Monaten auch gesagt haben, ne? Dass man nicht so richtig einen Plan erkennt, dass man mit ihm menschlich, also Carsten, du hast es ja gerade auch nochmal gesagt, mit ihm menschlich, also alles in Ordnung, alles super, aber sportlich war es dann vielleicht wirklich eine Nummer zu groß. Und wenn die Spieler diesen Plan nicht bekommen, dann laufen sie halt auch so rum und irgendwann ja, steigt dann auch die Unzufriedenheit. Ne? Ja. Aber der Kader an sich, ja, also es lag jetzt ja nicht nur an dem Verkauf von Dux, dass dieses Projekt gescheitert ist. Ne? Nee, das sicherlich nicht. Carsten, also, sehe ich auch. Ja, Carsten, was würdest du denn jetzt sagen, in welche Richtung sollte es denn jetzt gehen? Es gibt ja schon ein paar Kandidaten. Ich meine, wir können es eh nicht beeinflussen, wahrscheinlich. Ja, wichtig. Also ich glaube, dass vielleicht der Neuhaus vielleicht eine gute Wahl wäre. Vielleicht wird es einer, den wir gar nicht auf dem Schirm haben. Aber wichtig ist einfach, dass es jemand ist, der Mannschaft oder mit dem vorhandenen Spielermaterial eben ein System entwickelt, was auch der Mannschaft liegt. Ne? Und ich finde jetzt auch mit dem Dux-Verkauf, ne, das war ja nicht so, dass wir uns 10, 15 hochkarätige Chancen pro Spiel rausgespielt haben. Mhm. Ne? Ich meine, so wenig Chancen, wie wir uns rausgespielt haben, ich weiß nicht, ob der Dux schon da gerettet hätte. Ja, ne? Na ja. Also ja. Das, ich finde, es lag am gesamten System, ne? dass man wirklich nie erkennen konnte, wie wollen die denn jetzt spielen, auch wie in Karlsruhe. Man hatte wieder eine ganze Woche Zeit gehabt, sich auf dieses Spiel vorzubereiten und geht da nach einer halben Stunde sang- und klanglos unter. Ne? Und im Grunde und ich finde es ja auch, so, ja, und im Grunde ist es ja auch ja, so, dass wir in der Zeit, wir hatten ja Dux eine Weile und hätten ja in der Zeit uns schon ein sehr ordentliches Punktepolster erarbeiten können, haben wir aber auch nicht so richtig gemacht. Ja, ich finde, es liegt am gesamten System. Ne? Oh. Ne, darf ich etwas halt sagen? Offensiv, ne? Ja, Entschuldigung. Das Ding ist, wir haben, du hast selber das gesagt, Carsten, das mit KK lässt, dieser Zeitraum lässt es ja, wie konnte keine Philosophie sehen, Trainerphilosophie. Aber ich weiß es nicht, in den letzten 4 Jahren, wir haben auch 4 Trainers gehabt, oder? Genau, aber deswegen brauchen wir doch jetzt einen älteren, erfahrenen Trainer, oder? Also deswegen bin ich auch auf der Seite derer, die sagen, es muss jetzt irgendwie ein Uwe Neuhaus werden oder zumindest einer, der dem ähnlich sieht oder ähnlich erfahren ist. Weil jetzt einen Daniel Thun reinzuschmeißen, der ja auch kolportiert wird, weiß ich nicht. Also der hat beim HSV in Hamburg auch jetzt nicht so richtig überzeugt, ne? In einem schwierigen Umfeld, was er bei Hannover auch vorfinden würde. Also ich würde mich da auch eher für die Variante Neuhaus aussprechen und hoffen, dass es dann mit dem 5. Trainer irgendwann jetzt mal funktioniert. Ne? Aber ja, also ratlos bin ich auch. Ich meine, es ist jetzt ganz knapp wahrscheinlich nicht Teil von Korkut geworden. Ne? Der hätte ja auch noch gewusst, wo zum die Glück. Geschäftsstelle liegt. Ja. Ich glaube oder hoffe, der Thun wird es nicht, weil der steht ja noch in Hamburg unter Vertrag. Hm. Ne? Ja. Den müsste man da ja noch rauskaufen. Und da der nächste Gegner eben Hamburg ist, ist es hoffentlich eher unwahrscheinlich. Weil ich glaube auch, dass ihm das Gleiche widerfahren wird wie in Hamburg. Medienlandschaft ist hier auch nicht besser. Ne? Und wichtig ist wirklich, dass das Potenzial, was meiner Meinung nach, also ich glaube auch nicht, dass wir unter die ersten 5 gehören mit dieser Mannschaft. Hm. Aber ein sicherer Mittelfeldplatz sollte mit der Mannschaft schon möglich sein. Es bräuchte so einen 5-Jahres-Plan, oder? Also es bräuchte jetzt wirklich doch einen Trainer, der einen 5-Jahres-Plan entwickelt und den auch irgendwie durchsetzen kann.
dass man in 5 Jahren spätestens dann wieder erstklassig ist und sich da auch stabil halten kann. Ne? Also alles andere wäre, glaube ich, Wunschmusik. Aber so ein, es braucht jetzt einen langfristigen Plan. Und den braucht es schon länger, aber ja. Aber war kommt jetzt, jetzt nicht, mal. Wollten wir nicht nächstes Jahr dann schon wieder angreifen? Naja, das ja. War mal aber so ich, gesagt worden. Ja, ja. Naja, das ist, glaube ich, wirklich so, dass man jetzt wirklich mal, auch bei der Vorstellung von Zimmermann wurde ja gesagt, er setzt auf die Jugend, wird verstärkt auf die Jugend gesetzt. Das hat man wirklich so gut wie gar nicht gesehen. Ne? Und ja. wenn ich dann den Elali in Karlsruhe in der 85. Minute bringe, das wo war ich eher eine Strafe. Zurückliege, ja. Dann ist das eher eine Bestrafung als eine Belohnung. Ja, ne? Das stimmt. Darf Und ich glaube auch, dass... Ja. Was ich sagen wollte, wenn du kannst erinnern, vor 2 Jahren nach Brighton Rider, war das Theater, wir wollen alles back to the roots und bla bla bla. Altin Lala, Stevie Cherundolo und die Geschäftsführer von der Handballmannschaft Bürgerdorf hatte ein Konzept hingegeben. Und Martin Kind hat gesagt, wir gehen zurück zu den Roots. On the Sonntag, he was by NDR3, by the Fußballsendung, das alles erklärt. On the Montag or Dienstag was dann Mirko Slomka da und wir hatten unseren Freund Ron Robert Zieler wieder. Und dann, das hat angefangen vor 2 Jahren, back to the Roots. Und gar nichts ist von das passiert. Wir haben 2 Jahren Wasser getreten. Gar nichts anderes. Und langsam, wir glucken ab, oder? Wir wollen, das ist die Wahrheit. 2 Jahren, er hat vor 2 Jahren gesagt, wir machen das alles. Wir benutzen die Jugend. Wir haben so eine tolle Akademie in Island Reed und so wieder. Und was passiert? Nix. Und jetzt wir stehen wir wie vor 2 Jahren. Ist so. Naja gut, aber das Back to the Roots ist ja im Grunde schon lange Geschichte. Also das war ja dann mit dem Scheitern von Mirko Slomka im Grunde schon wieder durch eigentlich. Und dann hat man ja andere Konzepte versucht. Also so sehr Back to the Roots war es dann ja eigentlich nicht. Es war jetzt nochmal der Versuch mit Jan Zimmermann, einen jungen Trainer, der möglicherweise eine Idee hat. Hat er vielleicht auch, aber sie hat jetzt halt mit der Mannschaft nicht funktioniert. Den Versuch hat es jetzt ganz klar gegeben. Einen unerfahrenen jungen Trainer hat es ja schon ein, zwei Mal geklappt mit solchen Trainern, dass die dann, also nicht bei uns zugegebenermaßen, aber eben bei anderen Mannschaften, dass die in der Liga dann plötzlich ganz gut gewesen sind. Wir haben jetzt halt irgendwie nicht dieses Glück gehabt, wie überhaupt das Glück ja auch ein Faktor ist, der uns momentan auch im Spiel ein bisschen zu verlassen haben scheint. Ja, und insofern stehen wir tatsächlich jetzt wieder da. Jetzt müssen wir wieder Kehrtwende machen. Jetzt ist das Experiment junger, unerfahrener Trainer sicherlich erstmal wieder gescheitert. Und jetzt geht es möglicherweise, schlägt es genau in die andere Richtung aus, möglichst erfahren, wie jetzt gerade die meisten Wortmeldungen zumindest sagen, Uwe Neuhaus wäre dann natürlich dieses Modell. Ja. Hans Meyer. Was? Hans Meyer. Okay. Ist der nicht bei, den kriegt man aus Gladbach, glaube ich, nicht weg, oder? Ja, ist der da nicht irgendwie... Ja, ja aber ich meine... Die brauchen jetzt schon einen harten Hund. Bitte? Ja. Ich finde, die brauchen jetzt schon, dass die jetzt schon wirklich einen harten Hund brauchen. Weil man kann auch Zimmermann, natürlich hat es nicht funktioniert, aber die Mannschaft hat auch ihren Teil dazu beigetragen. Ne? Weil man, wem will man denn in Karlsruhe, sage ich mal, eine ordentliche Leistung zusprechen? Ne? Da ist egal, in welchem System du unterwegs bist. Ne? Zweikampfbereitschaft und Einsatz, der sollte eigentlich immer stimmen. Ne? Und das hat bei vielen auch gefehlt. Ne? Sind alles Ich-AGs und wenn die merken, dass es beim Trainer nicht so hundertprozentig hinhaut, dann glaube ich, wird das auch ausgenutzt. Ne? Und irgendwann hast du auch diese 8 Spiele sieglos, die schleppst du jede Woche mit dir rum und deswegen musst du auch, glaube ich, zwingend was passieren. Ja, ja. Der Zimmermann natürlich trägt ja eine Teilschuld, aber die Mannschaft hat natürlich auch ihren Teil dazu beigetragen. Ne? Ja, also ich meine, klar, das ist genau das Ding. Man versteht durchaus gewisse Dinge. Also man will ja zum Beispiel, wenn man jetzt das Spiel gegen Karlsruhe betrachtet, man will ja sogar verstehen, dass ein talentierter und im Training ist auch immer wieder zeigen, da wahrscheinlich nach allem, was man hört, Spieler wie Muslia,
wieder in der Mannschaft steht. Es ist nicht so, dass man sagt, um Gottes Willen. Gleichzeitig denkt man sich aber auch, wir wissen alle, das ist jetzt nicht die größte Koryphäe im nach hinten arbeiten. Und was passiert beim ersten Tor? Weil, und ich, das ist nicht allein seine Schuld, aber trotzdem, Muslia steht pennend quasi in der Nähe des Balles oder da, wo der andere Spieler kam, rum und kommt zu spät. Und nur deshalb ist so völlig ungehindert das 1-0 gefallen. Das ist natürlich auch dann eine Frage vielleicht der Aufstellung. Und in dem Moment ist natürlich verständlich, wenn jetzt Leute sagen, okay, dann jetzt muss der Trainer weg, obwohl ich auch sage, naja, aber ich verstehe auch, dass er ihn aufgestellt hat ein bisschen. Also es ist so eine zweischneidige Sache, finde ich. War keine Frage, ne? Weiß keiner was drauf zu sagen, merke ich schon, ja. Nö, aber also ich finde, du hast zu 100% recht. Also ich glaube, es ist, ja, aber dann vielleicht auch doch wieder, also wenn man es jetzt dann doch wieder auf den Trainer münzen will, ich habe gerade schon angesprochen, wenn man keinen Plan im Nach-Vorne-Spielen hat, dann ist natürlich auch bei den Spielern die Mentalitätsfrage vielleicht nochmal so ein bisschen, also die stellt man dann schneller, weil sie schneller vielleicht dann auch nicht so Lust haben, weil sie auf den Platz kommen und wissen, also im besten Fall gelingt uns hier heute irgendwie mit Glück nach vorne irgendwas, aber 10 Tore in 15 Spielen sprechen auch eine deutliche Sprache. Mhm. Und im schlimmsten Fall passiert genau das, was am Samstag passiert ist, nämlich, dass du vorne überhaupt nicht weißt, was du machen sollst, und dann kriegst du am Ende hinten 4. Ne? Also, weiß ich nicht, aber ja, es ist alles. Und also Muslia rauszupicken war richtig, finde ich, aber man hätte jeden anderen auch nehmen können. Ne? Also ja. Es ist ja wirklich bei allen zu sehen, dass so die große Lust auf Fußball gerade nicht so verspürt wird, glaube ich. Ja, wo ja, ein Bekannter von mir hat zum Beispiel gesagt, das ist natürlich sicherlich in einer anderen Liga passiert, nicht in so einer, also in keiner Profiliga, aber der hat erzählt zum Beispiel von einer Mannschaft, wo der neue Trainer eine Veränderung dadurch herbeigeführt hat, dass er zu jedem Spieler gegangen ist und gefragt hat, wo möchtest du gerne spielen? Und danach dann möglicherweise, so hat er es mir jedenfalls erzählt, die Mannschaft aufgestellt hat. Ich weiß nicht, ob sowas zum Beispiel auch eine Lösung sein könnte. Es ist natürlich so, dass wir zum Beispiel auch einige Spieler haben auf Positionen, wo sie nicht so richtig optimal sind. Also Maximilian Bayer rechts außen sicherlich nicht optimal, trotzdem spielt er da. Da gibt es, glaube ich, noch 2-3 andere Beispiele, die man nennen könnte. Wäre das vielleicht, könnte man das machen? Meinst du, Carsten, dass man da eine Veränderung erreichen könnte durch Umpositionierung, die jetzt vielleicht ein neuer Trainer vornehmen könnte? Also ich finde schon. Ne? Also wenn man sieht, dass, was der Ernst zum Beispiel in Fürth gespielt hat, auf der 10, der hat ja eine herausragende Saison gespielt. Ne? Mhm. Und der hat ja auch nicht umsonst, ist es wirklich so, der hat ja bei den 3 Siegen, die wir eben eingefahren haben, gegen St. Pauli, Heidenheim und in Kiel. Gut, Kiel nehme ich jetzt mal raus wegen der roten Karte, aber gegen Heidenheim und St. Pauli auch auf der 10 gespielt. Ne? Und die beiden Spiele sind gewonnen worden. Ne? Und der hat in den letzten Spielen auf der defensiven 6 gespielt. Ne? Und Bayer genau das Gleiche, ist kein Rechtsaußen. Aber wenn man auch sieht, wie viel Bayer immer zurückgearbeitet hat, und wenn man dann mal einen Ball gewonnen hat, dann hat er halt vorne gefehlt, ne? Weil der wirklich am eigenen 16er die Bälle weggegrätscht hat. Und wenn du dann vorne nur 2 Offensive hast und du hast dann vorne keine Anspielstation mehr, wenn du im Pressing den Ball gewinnst, dann wird es natürlich auch schwierig, Tore zu schießen, ne? Ja, aber das Ding kommt jetzt, dass wenn wir reden eben über unsere Musik, er soll das denn machen. Bayer, ich finde, der Kid soll im Grunde genommen, er ist besser alleine da vorne, mit noch ein schneller Spieler, dann mit Hinterseher. Und machen das auf eine andere Art und Weise. Ich weiß, Hinterseher hat das glücklich, Unglück, die Pfosten zu treffen. War kein schlechter Schuss, aber ich meine trotzdem, wie hat das vorhin gesagt, das Mentalitätssache, sie kämpfen für jeden Ball, es ist egal wo, ist das an der Position, you know, wie soll ich das erklären, zurückzukommen, kämpfen vorne, mitdenken, aber das mit Herr Ernst, ich weiß es nicht, warum, ich finde ihn nicht super hervorragend. Überhaupt nichts. Naja, aber ich glaube, also ich glaube, der Ansatz ist schon ein guter, den du da gerade gesagt hast, Matthias. Also ich glaube, der neue Trainer muss mehrere Sachen hinbekommen, aber wenn er erstmal anfängt und sagt,
und jeden fragt, auf welcher Position er denn so spielen will. Und dann aber gleichzeitig auch sagt, ja gut, dann stelle ich dich da hin, aber dann lieferst du bitte auch. Also man muss irgendwie den Spielern die Ausreden nehmen. Ich glaube, man muss ihnen, und das könnte man damit hinbekommen. Hm. Also wenn man sie dann wirklich jeden auf die Wunschposition stellt und dann aber auch sagt, so jetzt zeig mir aber auch was und sonst sitzt du halt auf der Bank, damit könnte ein Weg sein. Ja, ja, ich finde, das ist auch Sie sagen alle, wir möchten gerne im Tor spielen, dann geht es ja, natürlich nicht. Ja. Aber ich finde, das ist auch keine schlechte Sache für Training. Du konntest das ausprobieren in der Woche, eine Training-Einheit haben, wo du spielst, wo du findest, du spielst besser und wir gucken das an. Aber ich würde das nicht experimentieren an einem Samstagmittag um 13.30 Uhr. Naja, ich hoffe ja, dass das im Training bisher auch schon passiert ist. Also weil sonst wäre Zimmermann auch als, aber ich habe keine Trainingseinblicke jetzt in den letzten Monaten gehabt. Aber also ich hoffe, dass er das gemacht hat. Also dass die Spieler schon unterschiedliche Positionen ausprobiert haben im Training. Ich hoffe, dass das passiert ist. Man würde. Weil wenn nicht, dann naja. Ja, man würde davon zunächst mal ausgehen. Carsten, da der nächste Anrufer zumindest schon lauert. Kommen wir nochmal zum Ausblick. Wir haben ja nun trotz allem ein Spiel vor der Nase gegen den HSV am Wochenende. Was sagst du? Also da wird sich natürlich spielerisch nicht viel ändern. Ne? Ich meine, wenn es wirklich so war, dass die Mannschaft nicht mit dem Trainer konnte, was natürlich auch kein schönes Zeichen ist, weil es sind immerhin Profis. Ne? Mhm. Aber dann kann man vielleicht darauf hoffen, dass eben dann dieser positive Effekt eintritt. Aber ich glaube, dass gegen Hamburg nicht mehr wie ein Punkt drin ist. Weil Hamburg ist offensiv sehr stark. Da muss man erstmal zusehen, dass man in der Defensive gut steht. Also ich hoffe auf ein Unentschieden, aber es wird schwer. Ja. Wobei, also wir wollen noch mal sagen, also ich glaube, dass der Tenor war, glaube ich, wirklich nicht, dass die Mannschaft nicht mit dem Trainer kann oder irgendwie Schwierigkeiten hat, sondern wenn überhaupt, dass es nur irgendwie, dass vielleicht der Input gefehlt hat. Oder also, ne, also es war eher, wir sagen ja immer, die menschliche Ebene war, glaube ich, ganz, ganz hervorragend, aber es gab wohl Spieler, die vielleicht der Meinung waren, dass es auf der fachlichen Ebene irgendwie zu wenig war, scheinbar. Ja, okay, das kann ich. Das ist zumindest was kolportiert wird. Aber naja. Gut, legst du dich auf die Toranzahl fest oder sagst du, es kann ja dann nur 0-0 werden? Nee, das muss ja nicht sein. Ne? Wir sind ja auch schon überrascht worden. Ne? Gegen St. Pauli und Paderborn haben wir auch ein gutes Spiel gemacht, zumindest die erste Halbzeit gegen Paderborn. Das heißt, ging ja auch offensiv was. Also ich tippe auf ein 1-1. Okay, gut. Hoffe natürlich, dass wir gewinnen, aber nicht verlieren wäre auch schon nicht verkehrt. Ach ja, wäre schon schön. Gut, Carsten, vielen Dank. Einen schönen Abend, Gruß in die Runde. Ja. Bis zum nächsten Mal. Danke, ebenfalls. Ja. Mach's gut. Tschüss. Mach's gut. Ja, und wir schalten um zu Nick, der uns jetzt auch erzählen kann, wie er seinen ersten Advent gefeiert hat und ob er da dann noch an das Spiel am Tag davor gedacht hat oder schon an die bevorstehende Trainerentlassung. Ja, mal gucken. Guten Abend. Grüß dich. Ja, eigentlich habe ich euch eine Videobotschaft geschickt, aber irgendwie habe ich es dann doch geschafft, dass ich heute eher zu Hause bin. Na bitte, ist ja super. Ich hatte ja mit meinem Tipp letzte Woche recht. Ich habe ja gesagt, vier Dinger gibt's. Genau, du warst derjenige, der uns, der sozusagen alles, das ganze Puffzeit hat. müssen wir uns nicht jetzt eigentlich dafür irgendwie in Regress oder sowas nehmen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es hat einfach gezeigt, dass dieses Paderborn-Spiel, dass man sich einfach hat davon blenden lassen. Gut, ich habe von Anfang an gesagt, sollte man nicht tun, es kann gegen Karlsruhe böse ausgehen. Hast du dann gestern, als du die erste Kerze angezündet hast, schon geahnt, dass du heute einen Tag später die nächste Kerze, diesmal aber für den scheidenden Trainer, anzünden musst? Ich habe es gestern Abend schon geahnt, ja, weil es den ganzen Tag so ruhig war um 96, weil sonst posten sie ja mal oder geben irgendwelche, Kurzmeldungen raus. Mhm. Und als ich dann schon gelesen habe, dass nur die Co-Trainer zum Auflaufen dabei sind und Zimmermann im Stadion geblieben ist, war mir schon klar, dass früher oder später die Entscheidung des Rauswurfs folgen wird. Und es ist ja auch so gekommen. Mhm. Man muss sagen, zu Recht, aber man muss aber fairerweise sagen,
Zimmermann jetzt allein als Schuldigen dahinzustellen, finde ich, wäre zu einfach, denn auch ein gewisser Herr Kind trägt einen Anteil mit dran. Das muss man einfach mal so sagen. Hm. Es ist wie die letzten Jahre davor auch. Es wurde immer im Sommer Ziele vorausgesaunt. Es wurde immer erzählt, wir sind voll und ganz handlungsfähig. Es ist eigentlich wie die letzten drei Jahre, vier Jahre bei 96. Der Trainer sagt, die und die Spieler bräuchte er noch. Kind sagt aber, nee, wir haben nicht so viel Geld. Am Ende wäre es zu einfach zu sagen, Zimbo allein hat Schuld. Da sollte sich Kind auch langsam anfangen zu hinterfragen, ob er nicht einfach mal sich komplett raushält und es wirklich die Männer machen lässt, die Ahnung vom Fußball haben. Ja, wir gehen ja jetzt davon aus, dass genau das ist ja jetzt sozusagen das nächste Modell. Also sprich, als Jan Zimmermann ausgewählt wurde, war ja Markus Mann noch nicht Sportchef. Also jedenfalls die Entscheidung ging ja dann tatsächlich auf Martin Kind. Ja. Zurück, jetzt ist Markus Mann gefragt und kann sich selber seinen Trainer quasi, naja, nicht backen, aber zumindest aussuchen, möglicherweise, zumindest aus dem vorhandenen Markt, was da ist. Ja, aber auch da wird es so sein, auch natürlich wird auch der neue Trainer natürlich mit gewissen Vorstellungen bei 96 vorstellig werden, wird sagen, hier, den und das stelle ich mir vor. Dies oder das möchte ich gerne haben, um da und damit arbeiten zu können. Und da muss auch endlich mal ein Kind von seinem Sparhocker runterkommen und sagen, okay, wir machen das. Kaufen wir den Lewandowski eben. Ja, wir wollten jetzt nicht über mäßige Summen, aber man muss auch einem neuen Trainer schon einen gewissen Raum geben, selbst zu entscheiden, weil er ja nun tagtäglich mit der Mannschaft arbeitet, wen er für welche Position, für welches Spielstil benötigt. Und da kann sich nicht ständig ein Kind einmischen. Sonst kommen wir nie wieder auf den grünen Zweig. Wobei man natürlich schon sagen muss, das, was du jetzt sagst, ist aber so ein bisschen auch tatsächlich die Idealversion. Also ich finde natürlich schon in einem Profigeschäft, wie es der Fußball ja nun mal tatsächlich ist, muss es auch andere Wege geben. Also es kann jetzt nicht sein, dass schon wieder gleich von vornherein wir dem neuen Trainer sagen, es wäre die beste, ihm sozusagen die Entschuldigung liefern, solange er nicht seine Mannschaft auf dem Platz hat, die er gerne alle zusammenkaufen möchte, braucht er hier im Grunde gar nicht liefern. Also es geht natürlich schon darum, wir erwarten natürlich schon, gerade wenn wir jetzt sagen, wir hätten gerne vielleicht zum Beispiel jemand Erfahrenes wie Uwe Neuhaus, erwarten wir natürlich schon, dass der in der Lage ist, genau mit den Leuten, die wir da haben, von denen wir auch immer gesagt haben, die sind eigentlich gut, eine ganz gute Mannschaft, auch ein bisschen mehr zumindest, das ist ja der ganze Grund, warum wir das jetzt machen, mehr zu erreichen, als es bis jetzt tatsächlich geklappt hat im Verlauf dieser Saison. Auf den zweiten Punkt wäre ich nämlich jetzt gekommen. Ja. Dass die Mannschaft Potenzial hat, steht ja komplett außer Frage. Mhm. Aber wenn man mal die letzten vier Spiele sich anguckt, und es ist ja auch kein Geheimnis, dass der Mannschaftsrat schon bei Kind vorstellig wurde. Wir wissen natürlich alle nicht, was genau davor gefallen ist. Aber wenn es intern schon Probleme gab, dann muss es schon sehr arg geknallt haben. Wie muss man sich das denn... Im normalen Leben sage ich ja mal auch so, wenn wir uns auf Arbeit nicht verstehen, sage ich mal mit einem Filialleiter zum Beispiel, wie es in meinem Fall zum Beispiel ist, im Einzelhandel, versuche ich es erstmal mit dem Filialleiter zu klären. Sollte das nicht funktionieren, gehe ich natürlich eine Etage höher. Und so ist es im Profifußballgeschäft auch so. Also es muss schon irgendwas vorgefallen sein, dass die Mannschaft irgendwann gesagt hat, hier, sorry, nicht unter solchen Voraussetzungen. Also du sagst, der Mannschaftsrat stand tatsächlich wie die Sternsinger irgendwann bei Martin Kind vorm Kokenhof und hat geklingelt. Vor drei Wochen stand es sogar im Zeitungsartikel, dass der Mannschaftsrat schon bei 96 zum Gespräch war bezüglich Jan Zimmermann, ja. Okay. Ich glaube aber, da müssen wir, also du hast es jetzt gerade mit deiner Arbeitsstelle verglichen. Ich glaube aber, wir müssen bei 96 schon sagen, das ist nochmal eine andere Nummer, ne? Also ich glaube, dass der Mannschaftsrat bei Martin Kind vorstellig wird. Martin Kind inszeniert sich ja selber auch als einen, zu dem man dann ja immer gehen kann und der immer eine Lösung findet und so und der dann am Ende ganz andere Sachen macht. Aber ich glaube, dass der Mannschaftsrat zu Martin Kind geht, da würde ich jetzt auch nicht zu viel reingeheimnissen, weil die Strukturen sind eh komisch. Ja. Und ich glaube, man sollte jetzt nicht zu viel Vakanzen aufreißen. Also, nein, das ist damit, also, aber es gibt es ist jetzt ja irgendwo, es ist an jeder, sage ich mal, an jeder
Artikel oder, ja, wie soll man es besser, an jeder Situation ist immer irgendwo ein Fünkchen Wahrheit dran. Ja. Ja, ja aber klar. Aber es gibt jetzt diese eine Leerstelle, das ist der Trainer und man muss da irgendwie dann gucken, wie, dass der mit dem Kader, der da ist und mit dem Sportchef, der da angestellt ist, Markus Mann, können wir gleich vielleicht auch nochmal drüber reden, weil ich finde, das ist auch eine ganz komische Rolle, seitdem der da ist. Auch, ich dass auch. Er sich jetzt mit auf die Bank gesetzt hat. Alles irgendwie ein bisschen komisch, aber der neue Trainer sollte mit der Mannschaft, die er davor findet, was anfangen können und das, das gleichzeitig mit dem Umfeld, was da ist, das sollte er ausblenden können. Und da bin ich auch der Meinung, was ich mir jetzt wirklich wünsche, dass zum Beispiel ein Messi jetzt mal wirklich vom neuen Trainer endlich mal eine Chance kriegen sollte. Mich beschleicht das Gefühl, alle, dass genau, auch, also, auch zum Beispiel eines der Gründe ist, warum zum Beispiel die Mannschaft ja, vielleicht so einen Standpunkt hatte, so läuft das nicht. Mhm. Weil die Art und Weise, da sind wir uns ja eigentlich alle einig, wie mit ihm umgegangen wurde, mit Messi, ist auch nicht die feinste englische Art. Mhm. Ja, ich habe, darf ich etwas erzählen jetzt, Nick? Ich habe schon wieder gehört, dass er sondert sich selber jetzt von der Mannschaft. Aber ihr müsst das vorstellen, seit der 2015 mit Michael Fronzek, wir haben 9 Trainer. Ja. Das ist Wahnsinn. Thomas Schaaf, Stendel, Breitenreiter, Doll, Schlomke, Zarnik, Kotschik und Jan Zimmermann. Und das ist auch das Grund von aller Evil. What is evil? You know what evil is, ne? Das ist der Wurzel von vielen Sachen, ist, dass in 6 Jahren wir haben 9 Trainer. Das ist reiner Wahnsinn, ey. Und das Ding ist jetzt, ihr müsst das auch denken, dass der 12 Spieler, dass die Verträge alle ablaufen in Juni. Und das ist auch verrückt. Ja. Wir können ja vielleicht auch nochmal sagen, also nicht nur 9 Trainer, sondern auch mehrere Manager. Also ja, mit Zuba, Held, Mann jetzt, Schlaudraff irgendwann zwischendurch. Ich wollte gerade sagen, gefühlt haben wir fast so viele Manager gehabt wie Trainer in der Zeit eigentlich. Das war fast immer, es war zwar immer so leicht verschoben, also es war nicht, sie kamen nicht beide zusammen immer automatisch, aber irgendwie gab es doch bei dem Managerpost fast genauso viele Wechsel, ja. Das spricht natürlich auch, oder das spricht Bände. Also da ist klar, das genau das, was ich eingangs gesagt habe, im Idealfalle hat man mal die Situation, dass die richtigen Personen auf den richtigen Posten sitzen und auch die richtige Mannschaft da ist und das funktioniert halt zusammen. Und das ist halt das, was bei momentan sehr, sehr vielen anderen Mannschaften eigentlich der Fall ist. Und bei uns irgendwie wirkt es immer so, als wäre es ein bisschen schwieriger. Keine Ahnung. Ja gut, aber man könnte ja zum Beispiel mal, das mache ich irgendwie gerne, Freiburg als Vergleich nehmen. Die haben den Streich, wie viel, 15 Jahre, 13 Jahre ist der bei Freiburg. Die haben auch nicht viel Geld. Und ich denke mal, das wird auch so das kleine Problemchen bei 96. Dann 96 könnte mehr, wenn man dementsprechend das Material auch zur Verfügung geben würde. Weil also der Knack. Zwei Sachen. Zum einen möchte ich jetzt wirklich nochmal daran erinnern, dass wir eigentlich, es kann mal passieren, aber wir wollen eigentlich von Spielern nicht als Material reden. Das ist jetzt heute schon das zweite Mal. Das wollen wir möglichst wieder ein bisschen einschränken. Es sind Spieler. Vor allen Dingen, aber finde ich auch den Vergleich mit Streich ist jetzt echt schwierig, weil ich glaube, Streich ist, glaube ich, mittlerweile von kompetenten Leuten anerkanntermaßen, das ist sicherlich einer, wenn nicht der beste Trainer, den wir haben, weil er einfach wirklich als Trainer richtig gut ist. Das sieht man auch. Und das ist, glaube ich, auch wirklich ein Level, da musst du halt Glück haben. Das haben sie halt mit Christian Streich gehabt in Freiburg, der halt wirklich zeigt, dass er mit immer wieder neuen Leuten auch wieder eine gute Mannschaft machen kann. Also völlig oder fast völlig unabhängig von der Mannschaft, von den Spielern, die er hat. Aber das ist natürlich auch eigentlich, man könnte jetzt sagen, er ist nur in Freiburg, aber da ist er natürlich schon so ziemlich wahrscheinlich die Qualitätsspitze, die es geben kann, wenn es um Übungsleiter geht, die darf ich etwas sagen? Mit vielen Leuten zusammenarbeiten können. Natürlich. Letzte Woche war ein Interview mit Andrea Breitenreiter, und er hat erzählt, dass wenn er hat angefangen bei 96, er war versprochen ein 5-Jahres-Plan und es ist nicht existiert. Und das ist das Problem, wenn jetzt er ist bei Zürich und er ist jetzt top of the league.
Und das ist das Ding, wenn du als einer, du musst dem wirklich Zeit geben. Ja. Da, du kannst, guck das an, ich sage gar nichts mehr als Trainers momentan. Ich habe keine Ahnung, ich bin wirklich ratlos. Wer soll hier kommen, mit einer Mannschaft, der als 12 Spieler, das on a Abgang ist, und ja, du musst dann versuchen, deiner Mannschaft, die 12 vielleicht gehen weg, in der zweiten Liga zu bleiben. Ja. Ich meine, es ist ja so, dass genau das, was du gerade sagst, das Zeitgeben, im Grunde ist es ja das, was wir versucht haben. Im Grunde muss man ja sogar anerkennen, dass der Verein gerade jetzt mit Jan Zimmermann genau das versucht hat, im Rahmen, behaupte ich jetzt einfach mal, seiner Möglichkeiten. Sprich, wir wollten ja, wir haben ja ganz bewusst gesagt, dass eine Mannschaft, die eigentlich weiß, das Umfeld, die Fans, die Stadt, die Medien, alle erwarten eigentlich vielleicht nicht völlig zu Unrecht, dass Hannover 96 irgendwann mal wieder in der ersten Liga spielt. Trotzdem hat man ja diesmal bewusst gesagt, wir geben Zeit. Die von mir vorhin angesprochenen 2 Jahre zwar nur, aber immerhin, dass wir sagen, in diesem Jahr geht es gar nicht darum, um Biegen und Brechen aufzusteigen, sondern das wollen wir dann vielleicht ab dem nächsten Jahr, ab der nächsten Saison wieder versuchen. Also ich will damit sagen, man muss natürlich auch auf der anderen Seite sehen, dass der Verein jetzt nicht sagen kann, ach, wir gucken jetzt einfach erstmal 5 Jahre mit Jan Zimmermann, ganz egal, was passiert, weil die Gefahr ist natürlich, da, wenn wir uns irgendwie im Mittelbereich rumgedümpelt wären die ganze Zeit und man das Gefühl hätte, naja, wir werden nicht oben mitspielen, aber wir spielen auch nicht unten die ganze Zeit mit. Aber jetzt sind wir schon so lange da unten und es sieht nicht so aus, als würde es besser werden. Also da kann ich natürlich auch auf der anderen Seite ein bisschen verstehen, wenn man sagt, gut, die Zeit jetzt erstmal noch in die dritte Liga abzurutschen und sich dann da wieder mühsam hochzuarbeiten, die wollen wir vielleicht doch nicht geben. Ob es mit Jan Zimmermann passiert wäre, ich weiß es nicht, aber ob es jetzt der richtige Weg gewesen wäre, tatsächlich deswegen festzuhalten, ist halt auch so ein bisschen die Frage. Ja, aber das Micha Ding wird ist, uns da gleich das sicherlich Ding noch was ist, zu sagen. Deswegen würde ich darf jetzt ich den Nick, nein, jetzt würde ich den Nick erstmal bitten, uns seinen Tipp zu geben für das kommende Spiel, damit wir den Micha dann auch reinholen können. Ja, ein kurzen Satz noch zu, was ich mir für die Zukunft wünsche, dass man endlich mal auf die eigene Jugend setzt. Das wurde in den letzten Jahren echt schleifen gelassen. Das ist so mein Wunsch an den neuen Trainer, dass man das auch mal endlich umsetzt, weil Qualität ist in der im Nachwuchs. Ja, zum Tipp gegen den HSV. Puh. Ich schließe mich eigentlich fast und meinen Vorredner an. Es ist echt schwer. Also in so einer kurzen Zeit, wenn ein neuer Trainer kommt, kannst du natürlich nicht erwarten, dass sie jetzt Hamburg vom Platze fegen. Glaubst du denn, dass wir schon den neuen Trainer oder die neue Trainerin haben? Ja, definitiv. Ja? Ich habe da so ein Gespür, dass es Neuhaus wird, weil Daniel June ist noch gebunden bei beim HSV. Der hat noch Vertrag, das heißt, der müsste 96 freikaufen. Ja. Also läuft es darauf hinaus, so ist mein Wunsch und Gefühl, dass es Neuhaus wird. Na gut. Ja, dann schauen wir mal. Hast du ja sowohl einen Tipp fürs Spiel als auch für den Trainer abgegeben. Dann danke dir, Nick. Tipp sage ich, ich bin mal mutig, 2-1. Ich dachte, du hast gerade schon dich deinem Vorredner anschließen wollen. Okay, 2-1, das ist nicht der Vorredner. Gut, ja, dann finde ich gut. Dann nehmen wir deinen Tipp so hin erstmal und hoffen, wir sprechen uns dann nächste Woche wieder. Richtig. Danke dir. Jo, ciao, ciao. Ciao. Ja, und ich weiß nicht, das war jetzt gerade so, der war in der Schleife. Ich hoffe, Micha ist jetzt auch schon drin. Er müsste jetzt eigentlich reingestellt werden. Schönen guten Abend, Micha, hallo. Guten Abend, Matthias. Guten Abend, Niklas. Guten Abend, Stanley. Also natürlich, es ist immer wieder schön, wenn man nach so einem miesen Kick da am Sonntag, wenn man euch hier, am Sonnabpass, ja, wenn man euch hier wieder hört, so ein bisschen Humor und so, wird man gleich wieder in eine ganz andere Stimmung versetzt. Ja. Den schönsten Witz fand ich heute von Stanley. Hans Meyer, also der ist für mich ein fachlich 1A Mann, der auch seine Meinung sagt. Und der auch ein ganz toller Typ ist, aber ich glaube, der ist 74 oder 73. Also so einen Trainer brauchen wir wirklich nicht zu holen für uns hier. Aber der Vorschlag war gut, war gut. Der zweite Witz war von Niklas. 5-Jahresplan? Also sag mal. Das war nicht als Witz gemeint. Ja, das weiß ich ja, aber ich will ihm das jetzt einreden, dass das nur ein Witz sein kann. Wenn ich als Zuschauer hingehe, dann möchte ich, dass hier und heute gewonnen wird. Und dass hier und heute nicht eine Mannschaft irgendwo kreiert wird, aufgebaut wird für
nächstes oder übernächstes Jahr. Ja. So was sehe ich nicht. Wenn ich ins Stadion gehe, möchte ich gewinnen. Am besten alles, damit man nachher noch ein paar junge Leute reinbringen kann. Egal, dann 2 Punkte, aber dann 3 Punkte. Aber ansonsten 5 Jahresplan. Das schließt sich. Mal. Aber das schließt sich aber doch nicht aus. Also wir haben ja auch immer gesagt, wir sind ja auch zufrieden, wenn in der zweiten Liga, also wenn wir da einfach Spiele sehen, bei denen wir sehen, da entwickelt sich was, ja, bei denen wir zwischendurch mal eins gewinnen, vielleicht auch mal eins unglücklich 5-4 verlieren, aber 4 Tore geschossen haben. Das meine ich ja nur. Und dass man dann in 5 Jahren wirklich in der ersten Liga auf einem stabilen Platz steht, mit einer stabilen Struktur drumherum, das würde ich mir wünschen. Also ja, gut, es ist nicht so, dass wir... Ja, darf ich etwas erzählen? Bitte. Then you cook. Ja, okay. The Kader from Andre Breitenreiter in 2019 was 200% besser than what we have heute. Wer sagt das? Und vom Marktwert oder was? Wer sagt das? Nein, ich meine von der Qualität der Spieler, the Mittelfeld. Ja. That was total eine Mannschaft. There was a Hannoveranisches. We were all dabei. And heute. Wenn ich weiß, dass in nächstes Jahr, in Juni, dass, warum soll ich kämpfen für eine Mannschaft, wenn ich weiß, das ist meine letzte Station. Aber warte mal, 2019, das war auch schon eine Mannschaft, die wir alle kritisiert haben, oder? Ja. Also das war jetzt auch nicht die... Ich sage es dir gleich. Ja. Aber ich bin da mal, es gibt kein Erfolgsrezept, also gibt es überhaupt nichts. Das muss eben so geboren werden, aus dem Material, was du da hast. Und wenn der Trainer dazu passt, dann hast du Glück und hier wie Regensburg oder Darmstadt, dann spielst du oben immer mit. Das kann immer wieder passieren und die haben ja auch nichts eingekauft. Das ist Glück, da gibt's kein Rezept für oder wenn der Ball gegen Pfosten geht oder gegen Latte. Jo. Wenn es ein Rezept gäbe, wäre der HSV längst wieder in der ersten Liga. Also aber ich meine, ganz bestimmt. Ne? Also sehr nur mal als ein Beispiel. Sehr gutes Beispiel. Ist einfach so. Also muss man halt leider attestieren. Und die waren definitiv näher dran als wir die ganze Zeit. Die und könnten hast sogar auch gesehen, wie wir Duxch abgegeben haben, haben alle gesagt, so ein Fehler, so ein Klatsch. Und du hast das wirklich hervorragend vorgetragen. Was ist denn jetzt? Wer redet über Duxch? Füllkrug hat wieder ein schönes Tor gemacht. Und Duxch? Nö. Wann hat denn das letzte Tor gemacht? Vor 3 Spielen. Die krebsen jetzt auch schon. Ja, ja. Auf jeden Fall nicht mehr um Abstieg. Um Aufstieg. Entschuldigung, du warst ein Versprecher. Nee, also. Wobei es witzig ist, ich habe ja viele Werder-Fans in meinem Umfeld und auch viele Leute, die irgendwie mit dem Verein verbunden sind und so, die alle immer noch Duxch wahnsinnig gut finden und sich ganz viel von dem erhoffen. Und ich eigentlich die ganze Zeit bemüht bin zu sagen, dass das so ein bisschen ist wie bei 96 vor 2 Jahren, dass man auch dachte, oh, Duxch, der kann ja wirklich was. Und wir haben dem ja auch wirklich viele Chancen gegeben und oft gesagt, was für ein toller Kicker das eigentlich ist. Niklas, ich hoffe, du und deine Freunde, ihr habt recht. Ich habe nämlich gehört, der hat bei dem Vereinswechsel in seinen Vertrag eine Klausel gekriegt, wenn er mit Werder Bremen in Europapokal kommt, dann kriegt 96 nochmal 100.000 extra. Ja, das ist doch super. Aber ich sehe den ja auch nicht als den überragenden Stürmer. Also ich finde auch, das ist mal Hü, mal Hot. Ich bin da nicht allzu traurig, eigentlich, dass er weg ist. Aber wir wollen uns nicht über Duxch unterhalten, haben wir jetzt schon die ganze Saison gemacht vorher. Richtig. Deswegen, jetzt wollen wir mal uns unterhalten. So, jetzt weiß ich, dass Matthias sagt, Trainerfrage. Natürlich, sage ich was. Ich hätte natürlich gehofft und bin jetzt sehr enttäuscht, dass Niklas abgesagt hat. Meine Frau ist reingekommen und hat gesagt, hat er schon mal trainiert? Ich sage, kann sein, dass er vielleicht mal die Jugend trainiert hat, Niklas. Aber so. Nee, also mein Wunschtrainer Büskens, der ist ja fest bei Schalke, der geht da auch nicht mehr weg. Jetzt habe ich mir einen anderen überlegt. Ich habe mal überlegt, diese Mannschaft, wir müssen ja die Mannschaft behalten. Da brauchst du einen wirklich, der Erfahrung sagen kann, ich habe das früher so gemacht oder wir haben das früher so gemacht, aber der auch auf die Spieler einzeln losgeht und mit denen Einzelgespräche. Eingeht, nicht losgeht, bitte. Ja, hast du recht. Arm in Arm mitgeht. Auf jeden Fall, dass er Einzelgespräche mit denen macht, denen mal vielleicht irgendwie da so ein bisschen seelisch Zuspruch gibt, denn Fußball spielen können sie alle. Sie müssen irgendwo mal überwunden werden, dass sie das also auch als Gemeinschaft, als Dings macht. Und da habe ich gedacht, der Bruno Labbadia, der ist im Augenblick vereinslos.
Der hat das überall geschafft, erstmal diese Spieler so zu begeistern. Und das ist auch einer, der draußen steht, wie so ein Heinzelmännchen da und ist am Ausflippen. Der lebt mit der Mannschaft. Und genau das Gegenteil von Zimmermann. Also den könnte ich mir auch vorstellen. Und ich hoffe, Matthias, dass du das jetzt so gechartert hast, dass nicht nur der Trainer und die Spieler zugucken, dass vielleicht Herr Kind heute auch mal zuguckt. Immer. Oder Herr Mann. Immer. Was glaubst du, wer mir diese Kerze geschenkt hat? Ja, ja. Schön. Das war ein super Auftritt von dir da, musikalisch. Toll, ohne Notenständer und genau getroffen jede Leiste da, super. Ja, so muss das sein, wenn man im Advent Musik macht. Niklas. Nee, alles aber klar, ja, jetzt lass Fritze nochmal dran, der hat bestimmt auch noch einen Trainer. Wer? Ja, bestimmt. Ja. Was ich sagen wollte, bitte. Darf ich etwas jetzt sagen? Darf ich jetzt der Mannschaft vom 2018, 19 und 20. Ich wollte gerade sagen, du darfst was sagen, wenn du nicht wieder mit der Mannschaft von 2019 anfängst. Was ist denn mit der Mannschaft? Haben die alle noch im Kopf? Ja, es gibt Teil, der ist immer noch bei uns. Und ich geht es nicht darum, Jungs, das ist echt, jetzt wir laufen hier über dünnes Eis. Wenn die Spieler, wir haben momentan, sind nicht mit Herz und Seele, Team Spirit, 100% 96er. Ich sag's genau das dir. Haben wir vor zwei Jahren auch gesagt. Ja, das sagen wir jetzt. Ich glaube, das sagen wir seit vier Jahren schon. Ich glaube, ehrlich gesagt, das letzte Mal, dass wir das hier gesagt haben, dass irgendwie eine Mannschaft so mit Herz und Seele so richtig, da hat Stindl noch bei uns gespielt. Ja. Ganz ehrlich. Nein, dude, das ist es cool. Es wird sicherlich mal welche, es wird natürlich hat es Spieler gegeben, bei denen wir gesagt haben, die sind auch richtig hier, aber so dieses Gefühl, dass es so die ganze Mannschaft war, nein, also das haben wir wirklich, diese Kritik üben wir jetzt wirklich schon sehr, sehr, sehr viel länger als jetzt bei dieser Mannschaft. Matthias, darf ich dir dazu auch noch ein Beispiel bringen, dass deine These genau richtig ist? Bei dem Spiel am Sonnabend, da waren so viele Fouls und dergleichen, gleich mit Gelb und so weiter. Auf jeden Fall, in der zweiten Halbzeit, Mitte der zweiten Halbzeit, da wird der Kerk im Mittelfeld gefoult, weil ein anderer ihm voll auf den Fuß steht. Das ist normalerweise nicht nur ein Foul, sondern auch eine gelbe Karte. Da laufen drei Mann von 96 vorbei, lassen den Kerk da liegen, laufen einfach da woanders hin. Interessiert die gar nicht, was ihr Mitspieler da vielleicht für Schmerzen hat. Oder fordert mal eine gelbe Karte. Da geht jeder nur seinen eigenen Weg. Genau, was du eben gesagt hast. Kann ich nur unterstreichen. Gelbe Karte fordern ist natürlich gefährlich, weil das ist ja selber gelbwürdig, wie wir wissen. Aber ja, aber grundsätzlich kann das natürlich, ich habe diese Beobachtung jetzt tatsächlich selber nicht gemacht, aber wenn das so ist, ist das natürlich, hast du da natürlich ganz klar auch nochmal einen Punkt. Oh, Niklas hat das Licht ausgemacht. In der Halbzeit, da war das Spiel halt eh schon verloren, ne? Ja. Nee, also ich habe euch noch gehört, aber ich wollte selber noch was sagen. Also Mitte zweiter Halbzeit war das Spiel ja auch schon verloren. Also da war ja eh schon alles egal. Aber dein Vorschlag war bei dir auch nicht gut, der kannst du dann so lange machen. Wie jetzt aus? Mir geht es darum, ob die nun wirklich eine Mannschaft sind, ob die sich zugehörig führen, also ob das Spiel aus ist oder nicht. Gerade im Gegenteil, dann flippe ich noch mehr aus, weil ich so frustriert bin. Aber naja, gut. Aber bei Fußball, also das hat er irgendwie falsch verstanden eben. Nee, aber bei Fußballern weißt du ja, also wenn der dann auf dem Boden liegt und klar, so das tut schon weh, wenn einem jemand auf den Fuß steigt. Aber wenn man immer hingehen müsste, wenn ein Fußballer sich auf den Boden legt und Schmerzen hat, dann bist du ja nur damit beschäftigt. Oder? Also du musst aber als Mitspieler unterscheiden können. Macht der nun einen hier auf, genau, was weiß ich, Möller oder so? Weiß ich nicht, oder ob man das hat immer er wirklich? Ist er wirklich auf den Fuß getreten worden? Also das muss ich natürlich sehen. Aber muss ich, genau. Die entscheidende Frage für jeden Profi, muss ich pusten oder nicht? Ah, genau, ganz genau. So Jungs, ich wünsche euch noch einen Abend. Lass doch mal wen anders noch mal wieder ran. Ja, würden wir, wenn noch jemand anruft, im Augenblick ist glaube ich aber niemand, so ich das sehe, in der Leitung. Aber wir können es gerne noch mal probieren. Wir sind ja auch schon gewartet, dass du sagst, Feierabend. Naja, es wird ja noch, es gibt noch ein Lied. Ja, schön. Alles gut, aber nächste Woche zum Nikolaus sehen wir uns hoffentlich alle wieder. Ach, und mein Tipp, 3-1 für 96. Finde ich gut. Ja, eins schießt
Eins schießt Moroja, da habe ich schon drauf gewettet. Mhm. Und die anderen beiden Tore schießt der neue Trainer. Vielleicht wird der Spieler Trainer. Micha, du sollst nicht immer vor der Sendung trinken. Alles klar, zwei okay. Glühwein, das reicht. Mit Schuss. Bis alles nächste klar. Woche. Jungs, schönen Abend noch. Schönen Abend Vielen Dank, auch. Dass ja. ich zuhören ja. durfte. Tschüss. Ciao. Ja, tja, also boah, jetzt wäre nochmal die Gelegenheit, 0511-367-0170 uns nochmal sagen, was wirklich mit der Mannschaft von 2018, 2019 war. Was ich sagen wollte, Labbadia ist zu teuer. Und mit die, ich habe das heute Nachmittag beschäftigt mit der HSV-Geschichte. Die würden ihn freigehen lassen, weil die brauchen ihn nicht mehr zu bezahlen. Ja, ich gebe zu, das habe ich auch gedacht, dass, wenn das jetzt tatsächlich so ist, dass er beim HSV noch auf der Paylist sozusagen ist, auf der Gehaltsliste ist, dass das ja durchaus auch ein Argument sein könnte, ihn gehen zu lassen, genau, weil dann eben nicht diese Kosten wegfallen, aber ja. Aber wir wissen nicht, wie der Unterschied zwischen, was der HSV bezahlt und 96. Das ja. ist auch eine Sache. Was für ein Gehalt ist jetzt Martin Kind, kann er machen? Wir haben die Leute in den Stadien nicht, wir verlieren Fernsehgeld, da gibt es nur 25.000 für die nächsten zwei hochklassige Derbys, da normalerweise sind 50.000 Leute da, das Geld ist auch nicht da. Hm. Was für eine Qualität und was kann Martin Kind anbieten für ein Gehalt für einen erstreiner Trainer? Das ist auch die Frage. Ich merke schon, du hast deine Bewerbung offensichtlich auch vor allem deswegen momentan noch zurückgehalten. Ja. Ja, weil du weißt, da kann nichts mehr gezahlt werden. Na gut. Ja, dann würde ich sagen, sind wir jetzt aber auch tatsächlich am Ende. Dann können wir ja einmal nochmal adventliche Musik machen. Und heute musste es natürlich dann dieses Lied sein. Es geht abwärts mit uns und wir landen auf dem Grund. Es geht abwärts und das macht uns nicht happy. Es geht ab, sofort nur, noch um Abstiegskampf pur. Wir wollen hoch, doch wir bleiben auf dem Teppich. Here we go, es ist Trainerwechselzeit. Alle unsere Spieler sind schon lang dafür bereit. Leider hatte Zimbo keinen guten Plan dabei. Und jetzt muss er gehen, drum goodbye. Oh yeah, yeah, goodbye Zimbo. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah, goodbye Zimbo. Oh yeah, yeah. Es ist ab, so zu sehen, wo die Spieler heute stehen. Schließlich warteten wir auf die Entwicklung. Es ist ab, sofort klar, dass das noch ein Fehlschuss war. Mach es gut und wohl irgendwie auch Glückwunsch. Aufgrund der sportlichen Entwicklung sind wir an den Punkt gekommen, an dem wir frei von Emotionen unter sachlicher Abwägung aller Eindrücke entscheiden mussten. Oh yeah, goodbye Zimbo, oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah, goodbye Zimbo, oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah, goodbye Zimbo, oh yeah, yeah. Oh yeah. Ja, oh yeah. Goodbye Zimbo. Wir werden ihn irgendwo, glaube ich, ein bisschen auch vermissen. Schade, dass es nicht geklappt hat. Das können wir, glaube ich, ganz klar sagen. Das hätten wir alle gerne gehabt. Es hat nicht funktioniert. Wir wünschen ihm alles Gute und dass wir ihn trotzdem irgendwo bald wieder auf einem Trainerposten sehen und dass es dann vielleicht alles noch viel, viel besser läuft. Das war der Club der Roten Dichter für diese Woche. Ich bedanke mich fürs Anrufen, fürs Mitmachen. Niklas, Stanley, eine schöne Woche. Macht's gut. Bis Montag. Macht's gut. Komm, Wehwetter, springt von der Latte zurück. Kohl kann einköpfen, 4:1 für Hannover.